klar. Ich wusste gar nicht, dass eine Zelle so fett werden kann. Halt doch mal die Klappe, ey. Ich stehe außerdem kurz vor der Zellteilung. Ja, so siehst du schon aus. So wie du aussiehst, wird das ein Zweizeller. Na gut, warum denn nicht? Hast du was von Evolution gehört? Nö, aber wie du aussiehst, ist das bestimmt was zu essen. Nein, ich meine die Evolution. Das ist die weiter oder auch höhere Entwicklung eines Lebewesens von der Nieren zur höheren Form im Laufe der Entwicklungsgeschichte. Also die Auslese oder allmähliche Veränderung der Organismen, also eine kontinuierliche Entwicklung oder auch allmähliche Fortentwicklung. Das ging ja einer Revolution. So ein Quark. Revolution, Evolution, Zweizeller. Das Größte, was hier rumschwimmt, bist du. Blödsinn. Du glaubst aber nicht, dass wir die Einzigen im Universum sind. Nee, aber wenn du weiter so machst, sind wir es wirklich bald. Ach Mensch, ich mein's ernst, ey. Da draußen muss es doch noch was anderes geben. Denk doch mal nach. Wie soll das gehen? Da draußen ist kein Wasser und wo kein Wasser ist, ist auch kein Leben. Naja, Meisenmann, vielleicht haben wir ja gerade von, du weißt schon, so extraterrestrischen Mehrzellern beobachtet. Ah, hörst du dir manchmal selber zu? Zerbrich dir mal nicht deine Membran. Wie soll das gehen? Wie schon gesagt, wenn da kein Wasser ist, ist auch kein Leben. Naja, vielleicht hast du ja recht. Sag mal was anderes. Tut Teilen eigentlich weh? Ach, beim ersten Mal tut es mir ja nicht weh, aber beim zweiten Mal nicht mehr so sehr. Wann willst du dich eigentlich teilen? Naja, ich weiß nicht. Also ich fühle mich eigentlich noch ein bisschen zu jung mit meinen zwei Haaren. Vielleicht morgen. Eine kurze Frage. Was hat Sie dazu bewogen, diese Rolle anzunehmen? Auf jeden Fall nicht der Dicke. Der Dicke nicht. Also ich habe das nur aus Liebe zum Regisseur gemacht. Also der Clint Eastwood, der hat mich angesprochen und gesagt, hier, wie sieht's aus? Willst du mitmachen? Ich habe gesagt, das ist meine Rolle. Ich meine, das ist ein Freundschaftspreis gewesen.